Als ich Ende 2016 ohne ein Wort von der YouTube-Bildfläche verschwunden bin, haben sich viele von euch gefragt, was passiert ist. Habe ich mit YouTube aufgehört? Bin ich für die Videos ins Gefängnis gekommen? Oder schlimmer? Nachdem in meiner Abwesenheit einige der größten deutschen YouTuber auf meine Videos reagiert haben, gab es nach über 3 Jahren zum ersten Mal wieder ein Lebenszeichen von mir und im darauffolgenden Jahr kamen wieder regelmäßig Videos. Doch wo war ich in diesen 3 Jahren? Wieso habe ich nie was dazu gesagt? Wieso habe ich auch jetzt wieder schon 6 Monate nichts auf diesem Kanal hochgeladen? Höre ich endgültig mit YouTube auf? Ich glaube, wir müssen mal reden. Gibt's in diesem Laden iPads? iPads? Nee, das ist ein Klamottenladen. Ich habe mein erstes Video hochgeladen, als das Wort Prank in Deutschland noch nicht einmal im Begriff war. Es gab keinen anderen YouTuber, an dem ich mich orientieren konnte, weil niemand das gemacht hat, was ich machen wollte. Meine Inspiration damals war die Fernsehsendung Comedy Street mit Simon Gosejohann. Ich habe die Sendung gesehen und wollte das unbedingt auch probieren. Ich wusste, dass mir es liegt. Doch nachdem ich die ersten Videos hochgeladen habe, merkte ich schnell, wie schwer es ist, zwischen all den Großen überhaupt gesehen zu werden. Deshalb musste ich mir eine Strategie überlegen, wie neue Leute auf meinen Kanal stoßen. Ich schaute mir die Kommentare unter Videos von anderen YouTubern an und begann, die Zuschauer privat anzuschreiben und für meine Videos zu werben. Ich fand heraus, dass ich um die 1000 Nachrichten versenden konnte, bis ich von YouTube eine Sperre von ein paar Stunden erhielt. Ich schickte also täglich so viele Nachrichten raus, wie es mir möglich war und konnte auf die Weise ca. 30 Abonnenten pro Tag dazu gewinnen. Ich weiß, dass die meisten darüber lachen würden, aber für mich war das damals ein großer Erfolg. Mit der Zeit kam der Stein so langsam ins Rollen und mit jedem neuen Video wurde der Kanal von selbst etwas größer. Zum ersten Mal lief er kostendeckend, während ich davor immer mehr reinstecken musste, als rauskam. Meine Videos wurden außerdem besser. Wo ich am Anfang noch eher schüchtern rüberkam, merkte man jetzt, wie mein Selbstbewusstsein wuchs. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal auf der Straße erkannt wurde. Hab aber nicht angeschlossen. Ich war E-Rad-Schiff auch. Oh mein Gott, wo ist die Kamera? Hey. Kennst du mich? Ja. Bist du Abonnent? Abonnent auf jeden Fall. Für mich damals ein unglaubliches Gefühl. Da sind wirklich Leute, die Fotos und Autogramme von mir haben wollen, obwohl ich ein ganz normaler Typ bin, wie jeder andere. All die positiven Kommentare und die Leute, die mir schrieben, dass meine Videos ihnen durch schwere Zeiten halfen, das alles wurde immer wichtiger für mich. Währenddessen wurden Pranks in Amerika immer beliebter und es dauerte nicht lange, bis das Ganze auch nach Deutschland kam. Doch starke Reaktionen zu bekommen ist nicht einfach und egal wie gut der Gag ist, man ist immer von seinem Gegenüber abhängig. Manche hielten es deshalb für lukrativer, Schauspieler zu bezahlen. Die kompletten Videos waren gescriptet, doch ihren Zuschauern verkauften sie das Ganze als echt. Yeah, it's my car. Why? Too bad. I don't like gold diggers. Es war nicht alles fake, doch nicht selten ging es nur darum, Klicks zu bekommen, egal zu welchem Preis. Bei meinen Videos war mir von Anfang an wichtig, dass am Ende alle lachen können. Nicht nur der Zuschauer, sondern auch die Leute auf der Straße. Auch wenn es wahrscheinlich der einfache Weg für mich gewesen wäre, meine Videos zu faken, habe ich nicht einen Gedanken daran verschwendet. Ich glaube daran, dass sich Ehrlichkeit am Ende auszahlt. Aber wie kam es jetzt zu der Pause? Wieso war ich 3 Jahre weg von YouTube? Die Wahrheit ist, ich war im Knast, weil... Ich habe jemanden umgebracht. Okay. Und das habe ich gefilmt. Nicht ganz. Seit meinem ersten Video habe ich immer alles für YouTube gegeben. Egal, ob sonst so gut wie keiner daran geglaubt hat, egal, ob es sich finanziell gelohnt hat, egal bei welchem Wetter, egal, ob es hieß, dass ich bis 5 Uhr morgens schneiden muss, damit ein Video noch pünktlich online geht. Ich habe immer an YouTube geglaubt, aber nach 3 Jahren konnte ich noch nicht davon leben und mir lief langsam die Zeit davon. Auch wenn ich heute weiß, dass es nur an mir lag, wusste ich damals nicht, wie es weitergehen soll. Ich entschied mich deswegen für den vermeintlich sicheren Weg und fing einen normalen Job an. Dass ich dadurch komplett mit YouTube aufhöre, war nie geplant, weshalb es auch nie eine Ankündigung von mir gab. Doch die Arbeit hat mich ziemlich eingenommen und so wurde der Abstand zu YouTube mit der Zeit immer größer. Die Jahre vergingen und je länger die Auszeit anhielt, desto schwerer kam mir ein Wiedereinstieg vor. Das alles änderte sich, als ich das erste Mal sah, dass meine Abonnenten plötzlich anstiegen, obwohl ich seit Jahren abwesend war. Ich verstand das erst nicht, dann sah ich aber, dass YouTuber anfingen, auf meine Videos zu reagieren. Erst Pain, dann Flying Uwe, dann Tanzverbot, dann Inscope, dann Unge. Aus einem Grund, den ich bis heute nicht verstehe, habt ihr nicht locker gelassen, bis jeder meine Videos in seinen Streams geguckt hat. Und das, nachdem ich seit Jahren verschwunden war. Ich meine, wer kann das schon von seinen Zuschauern behaupten? Ich wusste, wenn ich noch einmal zurückkommen will, dann muss es jetzt sein. Und nach ganzen 3 Jahren Pause war es dann soweit. Ich lud mein erstes Video hoch und war noch nie so nervös vor einem Upload. Wie werdet ihr reagieren? Interessiert sich wirklich noch jemand für meine Videos nach so langer Zeit? Alle meine Zweifel wurden mir sofort genommen. In den nächsten Stunden habe ich nichts anderes getan, als eure Kommentare zu lesen. Es war so, als würde mir zum ersten Mal wieder klar werden, wieso ich damals angefangen habe. Und ich kam mir dumm vor, dass ich das alles hier liegen gelassen habe. Kurze Zeit später habe ich dann Fake Security hochgeladen. Für das Video brauchte ich bestimmt 7 Drehtage, weil ich komplett außer Übung war und das meiste Material verworfen habe. Es sollte einfach alles perfekt sein. Und das wurde es. Iratsch,
der letzte nice Street-Comedy-YouTuber. Was ist dieses Iratsch-TV? Habe ich noch nie gehört. Was soll das? Street-Comedy? Er bringt's gut trocken rüber, das muss man sagen, Alter. Iratsch TV auf jeden Fall einer meiner favorite YouTube-Kanäle. Iratsch, absolute Street-Comedy-Legende jetzt schon. Digga, dieser Iratsch ist ein richtiger Maniac. Ich sag euch, wer es ist, Bruder. Iratsch hat auf jeden Fall auf YouTube, glaube ich, die dicksten Eier. Ich feier ihn. Schaut gerne bei ihm vorbei, Iratsch TV. Geiler Kanal, auf jeden Fall empfehlenswert. Irgendein Zuschauer hat das vorgeschlagen und das war einfach wirklich der witzigste Kanal, den ich hier auf YouTube gefunden habe. Also Digga, ich habe schon viele Videos gesehen und auch viele amerikanische, aber das ist eine der besten Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, Digga. Egal ob amerikanisch oder deutsch. Meine Freunde. Genial, Digga. Genial. Oh Mann. Oh mein Gott, er zieht einfach durch. Aber verstehen Sie uns bei dem Begriff? Scheiße, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist zu geil, Digga. Ich sag euch jetzt, wie es ist. Der wird dieses Jahr richtig abgehen. Wenn der jetzt aktiv weitermacht, der wird richtig abgehen, der Junge. Der hat nämlich einen sehr, sehr, sehr eigenen Humor, was immer wichtig ist. Er unterscheidet sich von anderen Leuten. Mein Wiedereinstieg hätte nicht besser laufen können. Innerhalb von wenigen Wochen verdreifachten sich die Abonnenten. Es lief fast zu gut, um wahr zu sein. Und dann kam Corona. 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 Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr ein. Ich hätte zu jeder Zeit wieder anfangen können, doch ich musste mich für das Jahr 2020 entscheiden. Plötzlich stand ich vor komplett neuen Herausforderungen. Wie gut kann eine Reaktion sein, wenn man das Gesicht nicht sieht? Viele meiner Gags leben außerdem davon, dass ich den Leuten extrem nahe komme. All das ging jetzt nicht mehr und ich musste mich an die Situation anpassen. Dass ich zu der Zeit immer noch Vollzeit gearbeitet habe und nur am Wochenende Videos produzieren konnte, machte es nicht leichter. Doch ich tat, was ich konnte. Jedenfalls so lange, bis es dann zum kompletten Lockdown kam und die Straßen von jetzt auf gleich leer waren. Ab Dezember hatte ich dann endlich mehr Zeit und es gab täglich Videos. Aber inmitten der Dreharbeiten kam es dann erneut zum Lockdown und ich musste improvisieren, um mein Wort zu halten. Ich habe einige Videos hochgeladen, die nicht meinem Qualitätsanspruch entsprechen. Und glaub mir, ich wollte euch zu Weihnachten mehr geben als das vierte Best-of in diesem Jahr. Kommen wir zur letzten Frage. Höre ich jetzt mit YouTube auf? Die Antwort ist nein. Ich könnte nicht weiter vom Aufhören entfernt sein. Wenn die Zeit mir eine Sache gezeigt hat, dann dass es nichts gibt, was mich heute noch stoppen kann. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass letztes Jahr vieles anders gelaufen wäre, wird meine Dankbarkeit für alles immer überwiegen. Es gab in den letzten Monaten keine Videos mehr, weil ich durch den Lockdown nicht die Qualität aufrechterhalten könnte. Der Dezember hat mir nochmal gezeigt, dass das an erster Stelle für mich steht. Doch wir lassen das alles so langsam hinter uns und ich will nichts mehr als endlich wieder das machen können, was ich liebe. Das Video hier zu machen war mir wichtig. Auch wenn ihr ja wisst, dass ich nicht so der Typ bin, der viel von seinem Privatleben erzählt. Die sind mir zu privat. Okay. Ja, akzeptiere ich. Ich möchte außerdem noch etwas tun, was ich in 8 Jahren YouTube noch nie getan habe. Und zwar Danke sagen. Danke, dass ihr mich zurückgeholt habt und nach all den Jahren immer noch da seid, obwohl ich euch nie in meine Entscheidung mit einbezogen habe. Danke an jeden, der bei meinen Videos hier geliked und kommentiert und mich damit unterstützt hat. Aber auch danke an jeden stillen Zuschauer, der zwar noch nie kommentiert hat, aber trotzdem immer dabei geblieben ist. Danke an die YouTuber, die auf mich reagiert haben. Und danke an jeden, der dadurch Teil der Familie wurde. Das ist noch lange nicht das Ende. Das ist erst der Anfang.